Servus und hallo, ich begrüße euch und zwar machen wir heute mal wieder ein Review-Video und es geht um den neuen Item-Shop, was alles drin ist. Ich werde euch das Ganze mal zeigen, weil es ist die Aura drin, die werden wir uns jetzt mal genau anschauen. Und zwar ist es dieser Skin, die Aura für 800 V-Bucks, die hat zwei verschiedene Stile. Es ist einer der populärsten Skins überhaupt, weil es jetzt ein Schwitzer-Skin ist. Und dann habe ich jetzt nur diesen Beutel dazu genommen, weil den habe ich auch. Den werden wir uns auch noch auf den Skin anschauen und vielleicht den anderen Backblink werden wir uns auch noch anschauen mit dem anderen Stil. Ich werde jetzt erst einmal den ersten Stil machen und dann zeige ich nur den zweiten. Let's go, Freunde. So, Freunde, jetzt habe ich die Aura aus. Im Grüst mit diesem Gleiter, der geht nicht dazu. Die Pickaxe geht auch nicht dazu. Den Beutel muss man für 200 extra kaufen und der Skin kostet 800. Ich werde euch das Ganze jetzt mal zeigen, wie der Ingame ausschaut. Die Pickaxe habe jetzt diese Sternspitzhacke, haben wir doch standardgemäß, schwitzermäßig diese Spitzhacke. Die ist zwar halt nicht im Shop drin, aber die ist ziemlich oft sehr beliebt auch. Weil da hätte es diesen Diamantschädel geben, den habe ich aber nicht genommen, weil der irgendwie mir auch nicht so zusagt. Da haben wir das Ganze. Da kommt unten ein Gegner. So, Freunde, da macht man dann den berühmten Drehstuhl. Dann seht ihr, wie er so das genau schaut. Schaut ganz nice aus. Dann zeige ich nur, wie es ausschaut, wie man schießt. Leider nichts getroffen. Wo kommt da ein Gegner? Wo ist der? Armer Starlord. So, Freunde, dann werden wir uns den zweiten Stil dann gleich anschauen. So, Freunde, ich habe jetzt den zweiten Stil ausgerüstet, eben weil es ja zwei Stile hat. Den anderen Rucksack habe ich jetzt halt nochmal. Der kostet nochmal 200 extra, nur dass du Bescheid wirst. Und dann schauen wir mal, das Ganze schaut er wirklich cool aus. Schauen wir mal, weil da geht einer, glaube ich, mit ins Haus, oder? Okay, na, ist jetzt nicht mitgegangen. Dann zeigt es ungefähr, wie der ausschaut. Der Style, der ist auch ganz nice. Also wie gesagt, die Pickaxe ist schon fast Pflicht bei dem Skin. Und kann ich nur mal sagen, was ausschaut, wenn es dringt. Dann zeige ich den Klassiker noch. So schaut der ganze Skin aus. Ich finde, dass er richtig cool ausschaut. Dann zeige ich nur, wie er ausschaut, wenn man schießt. So, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, checkt meine anderen Reviews aus. Das hat mich echt gefreut. Vielen Dank, euch Captain Nitzi. Ciao, servus, pfiat euch.